Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin Egon und sonne begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Crusader Kings 2. Hui, das war eine schnelle Ankündigung, da nehme ich mal einen Schluck Tee. Schon besser. Letztes Mal haben wir die letzten Truppen des württembergischen Herzogs besiegt. Er hat wieder neue Wehrpflichtige auf... Wie, ich vergesse immer, wie das heißt. Ausgegraben, aufgebahrt. Ich weiß es nicht mehr. Wir führen unser... Oh, hier kann doch jemand... Friedrich, du kannst das doch. Mach das mal. Höfling, ja. 13, Rival, 12. Sehr gut. Genau, wir fangen hier die kleinen Truppen ab. Auch wenn das heißt, dass wir den Breisgau nicht länger belagern können. Aber bevor die Truppen sich da anschließen und dann die noch stärker werden, ist das, glaube ich, besser. Verlobte können heiraten. Sehr schön. Eine Nachricht über Heirat arrangieren wurde von Heinrich erhalten. An den überragenden Herzog Hermann. Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Wir schlagen vor, dass Prinz Heinrich von Heiliges Römisches Reich und Egonzenin von Zähringen matrilineal heiraten. Das bedeutet, die Nachfolger von Prinz Heinrich werden zu meiner Dynastie gehören. Und damit ist meine Dynastie noch mächtiger. Akzeptieren! Egonzenin von Heinrich den Hof. Was? Ah ja, sie ging jetzt an den Kaiserhof, das ist klar. Sieg von Schwyz. Ja, schauen wir mal. Und dann sehen wir, dass Heinrich nämlich in der Thronfolge... Lover? Partner? Ah, Lover. Ah, es gibt Partner und Lover. Schön zu wissen, das ist mir auch neu. Genau. Thronfolger. Hermann von Zähringen. Bin das ich? Das bin ich? Das bin ich? Heinrich ist der Hermann von Zähringen? Das bin doch ich. Ich bin Hermann von Baden von Zähringen, oder nicht? Man weiß es nicht. Ich bin der zweite Nachfolger auf das Kaiser. Das geht ja schneller als gedacht. Pause. Okay, zurück ins Breisgau. Da kommen sie auch hin. Sollen sie ruhig. Ja, und da fliehen sie auch schon wieder, die feigen Württemberger. Seh das jetzt ein, dass er das Breisgau zu mir gehört. Ich möchte nur ungern die hier noch länger bezahlen. Nein, das ist doch nur eine Fleischwunde. Na gut, dann lass uns noch die nächste Schlacht gewinnen. Sie wollen nach Baden Schwaben flüchten. Ah. Mein lieber Herzog, ich wollte euch für eure virtuose Regentschaft danken. Ihr seid für mich eine Inspiration. Graf Ulrich. Das war unerwartet. Plus den Pietät. Graf Ulrich. Unser ehemaliger Toderzfeind. Ja, schön, wenn er hier weiter versucht mit Kuno von Rheinfelden wurde gefangen genommen. Er ist der Herzog von Schwaben. Es gibt ein Herzogtum Schwaben. Schade, dass mir das Anspruchsteller, kann das ich sein? Nee, leider nicht. Aber er gibt bestimmt gutes Lösegeld. Berthold. Nee, den haben wir leider nicht inhaftiert. Wen haben wir den Herzog von Schwaben? Gefangene freikaufen? Nein, denn er hat bestimmt nicht das Geld. Nur 10 Gold? Hm. Frieden anbieten? Forderungen erzwingen? Wir werden das Prestige erlangen. Macht er aber gar nicht. Nicht mal informell. Okay. Dann halt nicht. Weiter geht's. Wen schnappen wir uns jetzt da? Sollen sie ruhig zusammen kommen? Ja, machen sie alle platt. Ja, wenn er aus Räuspern ihres lachen wird. Ja, also irgendwann muss er dann ja auch mal einsehen, dass da kein Blumentopf mehr zu ist. Wir gehen jetzt einfach ins Breisgau und werden dort so lange... Ne? Belagern, bis wir die ersten Grafschaften Freiburg, genau. Paradoxerweise ist im Feldlager Attacketruppen wurden um 1% denunziert. Die wollen nach St. Gallen, das ist gut, sollen sie ruhig, werden größer. Und jetzt müssen wir aber angreifen, bevor hier in der Schweiz dann doch... Und haben sie noch rechtzeitig erreicht, das passt. Hoppla, nicht so schnell, ich mache wieder viel zu schnell. Und zurück ins Breisgau, um die beiden nicht zusammenkommen zu lassen. Da, ja, ja, yeah. Er gibt nicht auf. Wie oft will er das noch machen? Vor allem, weißt du,
Ich muss nicht mal neue holen. Nein, immer noch nicht. Vorher ich meine, okay, wir belagern das Breisgau, bis es nicht mehr geht. Soll er ruhig hier mal ein paar zusammenrotten? Hoffen wir es. Mein Inzer, seit dem Preisgau haben wir keinen Mangel mehr an Männern zur Verstärkung. Wehrpflichtigen Verstärkungsrate plus 50% bis 13. Oktober? Huh. Ja, dann lass uns doch ein paar Wehrpflichtige ausheben. Zack. Und dann könnt ihr euch nämlich um die einzelnen Truppen hier kümmern, während hier die 42, die können wir entlassen. Das Preisgau hat gegen die Krieg. Das passt, genau. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, dieser Krieg, sonst werden meine Vasallen nämlich unruhig. Das will ja keiner. Selbst wenn die sich zusammenschließen. Halt, Plünderer überfallen das Lager, sonst sie zur Hölle fahren. Ja, verfolgen wir diese Tunischgute. Das müssten wir eigentlich gewinnen mit 390 gegen 280. Ja, 337 und sie sind die Verteidiger, das wird nicht gut. Aber selbst wenn, werden wir sie so dezimieren, dass da nichts gut ist. Beschwert sich im Kerker, nun gut, lasse Gnade walten. Hm. Das habe ich noch nie verstanden. Diplomatie minus 5. Bekommen die ich oder bekommen die Kuno? Diplomatie minus 20, angemessen, wie wäre es mit dem Verlies? Wenn ich ihn ins Verlies schmisse, Diplomatie minus 20? Nee, das würde mich betreffen. Ihn soll verrotten. Ja, ihn soll verrotten. So sieht's aus. Wie sie da im Breisgau, da sind sie immer noch am Belagern, da wird nichts draus. Sohn Markus macht seine Hausaufgaben, ist immer pünktlich im Unterricht. Ja, er hat einen guten Mentor, nämlich mich. er behält die Eigenschaft fleißig, das ist sehr gut. Ihm versammeln, Hofstaat, loben. Alle mögen ihn nicht, aber ich bekomme 5 Prestige. Ich weiß nicht, warum ich das machen soll. Dank sei der Herr für die Tugenden. Faul? Ja, das auch, ne? Das Kind soll wirklich etwas entspannter sein. 50% auf beides? Nee, warum denn? Er hat einen guten Mentor. So sieht das aus. Und er soll fleißig werden. Überall plus 1. Ja, mein Nachfolger. Fleißig, fleißig, fleißig. Niederlage in Altendorf. Ah, schade. Oh, jetzt haben wir aber das Problem. Jetzt haben wir das Problem. Jetzt, ja. Ja, ihr seht, wo das Problem ist. Lasst uns nach St. Gallen gehen. Bevor sie uns bekommen. Und wenn wir in St. Gallen sind, können wir... Attacketruppen werden um 5% dezimiert. Der Feind erhält plus 10 Moral. Wir werden... Aber sie werden auch dezimiert. Okay. Wir werden kleiner, kleiner, kleiner. So, wenn sie in St. Gallen sind, genau, sollen sie nämlich... ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät. Hätten sie eigentlich ins Breisgau sollen? Na, aber dafür haben wir den Verteidigungsbonus. Sollen ruhig kämpfen. Schon wieder. Aber gut, das kann ja nicht ewig gehen hier im Breisgau. Hat den Titel Herzog von Modena geschaffen. St. Gallen-Niederlage, das ist schlecht. Können wir nicht noch mehr Leute ausheben, sag mal? Nee, geht nicht. Was soll denn? Ja, von hier unten? 50. Komm mal dazu, dann geht das schneller. In der Hoffnung, dass hier nichts passiert. Wir opfern sie jetzt echt, damit wir hier im Breisgau weiter belagern können. Immer noch Überlebende, sehr gut. Die gehen natürlich gleich hier hin, wenn sie dort sind. Und schließen sich hier an, um die letzten noch zu retten. Ich weiß nicht, was er vorhat. Auf jeden Fall haben wir gleich... Ah ja, die Schmieds. Mhm. Freiburg ist belagert, sehr gut. Macht einfach weiter. Und ihr wartet hier. Und dann, bevor die nächste Belagerung losgeht, machen wir einfach nochmal klar Schiff. Yep. Und das war's dann auch. Da müsste er dann hoffentlich einsehen, dass er keine Chance gegen uns hat. Aber wer weiß. Töricht wie er ist. Oh, keine Überlebenden. Das war natürlich schlecht für dich. Und du gehst hier rüber nach Schwaben, kümmerst dich um die letzten 7 Einheiten. Schau mal, siehst du es jetzt ein? Frieden anbieten, Forderung erzwingen, nein. Ah ja, informelles Friedensangebot wieder machen, das war ein schwerer Schlag, das ist mir egal. Ich habe immer noch unberührte Armeen und Liegenschaften. Ja, unberührt, ja. Aber, weißt du, was willst du damit machen? Geh in die Schmieds und hau sie nieder. Oh, 65, das war jetzt... Ne,
mehr der Angriff schwächt Truppen um 5% dezimiert, mehr werden dezimiert. Ja, soll er ruhig hier nochmal die Truppen alle zusammenrotten und dann machen wir es in einem Aufwasch, das ist kein Problem. Aber wir werden hier erstmal genau die Belagerung von Offenburg beenden und dann in die Schweiz gehen und dann bleiben sie alle stehen, trauen sich nicht dorthin und zack. Tot. Machen wir jetzt langsamer, damit ich hier besser Schlacht von Engelberg sieg. Mal gucken, wie euch oh, ihr wollt alle ins Breisgau. Haha, jetzt nicht mehr. Schließt euch an. Wer weiß, ob das sonst gut geht. Bisschen schneller. Warte, jetzt wollt ihr alle in die Schweiz. Du aber auch. Dann bleibe hier. Ja, lasst ihr ruhig sich versammeln. Und dann werden wir mit gemeinsamen Kräften zuschlagen. Jetzt nehme ich, bevor hier die anderen noch kommen. Sie versuchen zu fliehen. Seien Sie ruhig. Wir gehen hier rüber, versuchen die Truppen in Aargau in ein Gefecht zu verwickeln. Wo geht der Gegner hin? Gab es überhaupt Überlebende? Okay, sie wollen ins Breisgau. Oh, da kommt immer mehr. Er will es nicht einsehen. Soll man die Schweiz belagern? Verteidiger, 620. Nee, das ist mir zu groß. Machen wir hier ein großes. Und weiter im Breisgau, da war nicht mehr viel zu holen für sie. Belager. Soll er ruhig hier weiterhin Armeen zusammenrotten in der Schweiz. Oh nee, warum eigentlich? Wir werden ihn so lange eins drauf geben. Er darf niemals irgendwie eine größere Armee zusammenbekommen. Und das zeigen wir ihm. Dass wir da akzeptieren müssen und gut ist. Während der Schlacht hat sich unser Verständnis militärischer Belange verbessert. Sehr gut. Militärtechnologiewachstumsrate plus 5%. Kriegswissen bis 16. Februar. Bis heute? Okay. Sieg von Altdorf. Wie sieht es jetzt aus? Frieden bieten? Nein. Informellen Frieden werden wir nicht machen. Wir wollen unsere Ansprüche haben. Oh ja, geh ruhig, flüchte ruhig darüber, dann können wir euch alle auf einmal platt machen. Siegfried von Montesino. Unser Höfling, okay. Huch, warum ist denn hier so zwei Einzelne? Und weiter folgen. Um den Bodensee einmal rumschlawenzelt und keine Überlebenden in Heiligenberg. Sehr schön. Weiter das Breisgau belagern. Wahrscheinlich hebt er jetzt wieder neue Truppen auf. Soll er ruhig. Hebt er auf? Hebt er aus? Ausheben! Sollte mir diese Vokabel merken. Zusammen. Genau. Weil, ne? Wieso belagern wir das Breisgau nicht? Ah doch, wir belagern es. Sehr schön. Und er versucht sie wieder zusammenzurotten. Das ist okay. Ob da jetzt 60 mehr dabei sind, macht keinen Unterschied. Vielleicht ein klein, aber das ist mir wichtiger, dass mir auch noch die letzten, das letzte Bistum im Breisgau belagert haben. Denn das wollen wir haben. Und da müssen sie ja auch schon aufgeben, noch bevor die letzten Einheiten wahrscheinlich da zustoßen können. Jetzt nochmal die Schlacht gewinnen. Über den Fluss wahrscheinlich leider. Das ist doppelt schlimm, aber der Sieg ist unser. Dann gehen wir nach St. Gallen und belagern dann weiter Württemberg, wenn er nicht aufgibt. Aber müsste er jetzt eigentlich, das müsste er einziehen. Markus von Zähring ist nun volljährig und wird ein brillanter Stratege. Sehr schön. Um ihn werden wir uns gleich kümmern, wenn wir hier uns um die Württemberger gekümmert haben. Er hat noch 100 Leute, das sieht er dann hoffentlich auch ein. Ah, das Breisgau leuchtet jetzt anders, weil es belagert wurde von allen. Schau mal, ob es über jetzt, ne? Frieden? Immer noch nicht. Ah, doch. Ja. Forderung erzwingen. Ja, nimm da an. Ich habe den Krieg verloren. Senden. Okay, Antwort in ein paar Tagen. Plünderer überfallen das Lager. Das ist... Oh, jetzt sind wir nochmal um 1 geschwächt. Wir haben den Titel Grafschaft vom Breisgau von Graf Arnulf von Schwyz übernommen.
Der Badisch-Schwäbische Krieg der Jure. Der Badisch-Schwäbische der Jure-Krieg über Breisgau ist vorüber. Herzog Hermann in Baden gewann. Seid geehrt, Cousine. Mögen euch die Säfte im lebendigen Leib austrocknen. Ich nehme euer Friedensangebot an. Das bedeutet, Herzog Hermann von Baden erfüllt seine Ambitionen, Vorbild für die Menschheit werden, denn er hat über 1000 Prestige bekommen. Dann lösen wir unsere Einheiten auf, dann mögen uns unsere Vasallen wieder. Dann schauen wir mal an, wie es um Baden gestellt ist. Sehr, sehr schön. Breisgau gehört jetzt nämlich schon immer zum Herzog zum Baden. Und wir haben eine neue Domäne, müssen dann auch mehr Gold bekommen. Na, geht so. Ah ja, wahrscheinlich wird sich das erst aktualisieren, wenn der Krieg vorbei ist. Plus 36, nicht. Monatliche Ausgaben 3. Wofür denn? Wir haben doch hier alles... Naja. Aber sehr, sehr, sehr schön. Das war eine erfolgreiche Schlacht. Demnächst werden wir dann uns um Wittenberg kümmern. Und den Herzog, ja, vertreiben. Wählt eine Ambition. Wir brauchen eine neue. Gibt es überhaupt noch etwas, was wir noch nicht erreicht haben? Kanzler, Marschall, Verwalter, Agentenführer, Verwaltung verbessern, Wissen verbessern, Intrigantenfähigkeit. Ich würde sagen, wir wollen... Marschall werden, im Dienste unseres Lehnsherrn. Plus 1 Kriegskunst. Und ich denke, dass das ein realistisches Ziel ist, bei unserem Kaiser irgendwann Marschall zu werden, da unsere Kriegskunst bei 18 ist. Und da sollte er erstmal einen finden. Eine Nachricht über Su-Verschwörung einladen von Clementina Huber-Alexander. Okay. An mich. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Danke. Wir hätten gerne, dass ihr unsere folgende Verschwörung unterstützt. Sehen Sie zu, das Herzogtum von Elsass von einem neuen Herrscher zugeteilt wird. Und das will die Clementia von Tirol gerne haben. Das Elsass, von wem wir das... Das Herzogtum Elsass. Genau, von Bertolf von Schwaben. Da bin ich dabei, akzeptieren. Oh, zum Herzog... Da gehört auch die Bourgogne zum Elsass. Da schau her. Ja, von mir hätte ich das gerne. Ich würde das gerne. Ja, genau, die Jure ist das nämlich nicht zur Burgundie gehörend. Ja, wenn es gegen meinen Feind geht, dann ist das gut. Hermann von Seringen ist jetzt als der Große bekannt. Das bedeutet, ich bin Herzog Hermann der Erste, der Große von Baden. Darauf ein Tee. Die Titel mehren sich. Wir haben einen starken Anspruch auf die Grafschaft von Württemberg. Die wird mir gut zu Gesicht stehen, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal 10 Jahre Waffenstillstand mit unserem Erzfeind und wir werden jetzt erstmal Markus verheiraten, der mich liebt. Unser Wissen um religiöse Flexibilität in Verona erhöht sich auf Stufe 1, das ist okay. Wen gibt es denn da? Wen gibt es denn da? Herzogin. Nur Herzöge. Aber würde das nicht heißen, dass sie dann zu uns... Oh, Herzog Hermann der Große, hiermit lade ich euch ein. Kaiser Heinrich der Vierte, euer Lehnsherr. Ich werde zum Gelage reißen. Zum Gelage reißen? Niemals. Aber ja, klar. So, jetzt ist tatsächlich ein Punkt gekommen, an dem ich speichere. Denn folgendes. Jedes Mal, wenn ich einen meiner Söhne mit einer Herzogin verheiratet habe, ist mein Sohn dann zum Herzogtum rüber und weg war er. Ja. Deswegen werde ich jetzt abspeichern. Spiel speichern. Let's Play Württemberg ging ja gut. WB ist dann so die Sicherungskopie. Ihr habt, genau, haben wir schon vorher, das passt. Jetzt werde ich ihn verheiraten mit, einfach nur testweise, mit eben dieser Herzogin und schauen, ob das dann zu uns mitgehört oder nicht. Oder wie, oder was, weißt du? Markus von Zerring, ja. Herzogin, ja. Nicht matrilinear, sondern richtig. Heirat von Markus und Herzog Markus würde seine Heirat in Piast 39 gewinnen. Ich weiß nicht, was die 39 sein sollen. Und durch eine Herzogin Heirat 0. Okay. Senden. Können wir vielleicht nicht aber auch was Besseres als eine Herzogin finden? Ist egal. Wir werden jetzt ja sagen. Und wo Block und Cherk? Schauen wir mal, ob uns dann das zugeteilt wird. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sind sie jetzt verheiratet? Genau. Erlangen 30 Gold. Brauchen wir nicht. Erlangen 50 Prestige. Prestige haben wir aber auch schon. Dann nehmen wir lieber das Gold. Ja. Und wir haben uns gesegnet. Ich akzeptiere Ihren Vorschlag, Markus. Markus von Zering hat euren Hof in Richtung Herzogtum Matsivnova verlassen. Ich sehe den Todfall. Ich fordere es. Boah, eins nach dem anderen. Ich sah meinen Todfeind, sobald der Kaiser Heinrichs Burg betrat.
Sein Gegenwart war bestimmt der Herzog von Württemberg, mehr als er ertragen konnte. Und wollte man. Er, ich fordere euch zum Duell heraus. Okay. Herzog Svatopor der Erste wird zum Duell herausgefordert. Ich möchte das Gelage nicht verderben. Ich möchte ihn aber nur 10 Prestige, das gönne ich mir, denn zum Duell herausfordern. Später sagt der Kaiser, nee, was fällt dir denn ein? Du machst ja die ganze Party kaputt. Oder aber er sagt, ja, mach mal, dann werden wir verletzt. Nee, 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 ich bin ein guter Kaiser, ich mach das hier, das ist nicht meine Art. Ich saß neben einer Person, mit der ich noch nie wirklich gesprochen hatte. Schließlich pischelten wir im Garten mehrere Flaschen aus dem erlesenen Weinkenner von Kaiser Heinrich. Sehr schön. Und das bringt mir jetzt was? Herzogtum. Schauen wir mal. Die Herzogin ist mit meinem Jungen verheiratet. Und Geschwister. Herzog ist im Gefängnis. Großeltern. Der ist tot. Eltern. Er ist tot. Wer ist denn ihr Lehnsherr? König? Okay. Warum erbe ich das dann nicht? Oder mein Sohn? Gelage ist vorbei. Mir werden... Ah ja, super. 5. Weißt du? Wenn doch hier der König, dass ihr alles erbt, was hat denn da mein Sohn für Ansprüche? Gar keine. Und es ist sogar keine matrilineare Heirat. Herzogin Judith hat das Gefühl, dass ich mit meinen Eskapaden zu viel riskierte. Och, minus 15, das können wir verkraften. Wieso geht mein Sohn weg? Warum kommt die Herzogin nicht zu uns? Oder den Prinzessin. Ich meine, wie... Wa, na, ich lasse das jetzt mal. Vielleicht hat es ja andere Auswirkungen als gedacht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. 20 Minuten sind vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Na, wir müssen das hier noch... Nee, das entscheiden wir nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.